Am Montag traf im Trainingslager ein neuer Innenverteidiger ein, Mocky, mit gebürtigem Namen Giuliano Modica, wechselt ablösefrei von Kickers Offenbach zur SGD. Der Mocky ist, glaube ich, ein absoluter Mentalitätsspieler, unheimlich mannschaftsdienlich, aggressiv in der Zweikampfführung, hat in der Regionalliga letztes Jahr so gut wie alle Spiele gemacht und das auf richtig gutem Niveau, sehr zuverlässig. Ich bin einer, der niemals aufgibt durch meine Vergangenheit. Ich kämpfe bis zum Umfallen, schmeiße mich in jeden Ball rein und auch wenn es weh tut, da kracht es halt auch mal. Meine Stärken sind, glaube ich, mein Zweikampfverhalten und das Kopfballspiel. Der 1,83 Meter große Abwehrspieler ist in Argentinien geboren und mit 12 Jahren nach Deutschland gezogen. Die Erfahrungen in seiner Kindheit in Argentinien und seiner Jugend in Deutschland haben den 24-Jährigen fürs Leben geprägt. Ja, vieles habe ich meiner Mutter zu bedanken. Die hat sich immer durchs Leben gekämpft. Meine Mutter und mein Vater haben sich ziemlich früh getrennt und sie hat mich selber erzogen. Sie hatte keinen Job und ja, mein Onkel hat hier in Deutschland gearbeitet in einer Eisdiele und es hat sich dann so ergeben, dass sie hierher gezogen sind, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und wir haben am Anfang in ein kleines Zimmer gelebt über der Eisdiele. 2 Jahre, ich bin dann zur Schule gegangen, so nach und nach. Am Anfang habe ich einen Deutschkurs angefangen, wurde direkt in die 5. Klasse eingeschult, was auch allerdings sehr schwer für mich war, weil ich immer noch nicht die Deutschkenntnisse hatte. Habe mich auch durchgekämpft und bin dann letztendlich aufs Gymnasium gekommen, was ich aber leider nicht geschafft habe, weil ich auch am Ende dann doch Schwierigkeiten hatte in der 12. Klasse. Aber trotz allem bin ich sehr dankbar für alles. Auch wie gesagt, meiner Mutter danke ich sehr und das möchte ich alles zurückgeben. Durch die Verpflichtung von Mocky konnte eine wichtige Position in der Abwehr besetzt werden. Durch den Abgang von Silvano Comvalius nach Kassel wurde eine Lücke in der Offensive gerissen, die nun neu besetzt werden muss. Silvano ist mit dem Wunsch an mich herangetreten, den Verein zu wechseln. Er hatte dann, wie es ja auch bekannt ist, ein paar private Probleme, wo er auch nur schwer damit gekommen ist. Hatte mich auch davon informiert und deshalb sind wir seinem Wunsch jetzt nachgekommen. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge hat verschiedene Spieler auf seiner Liste und prüft etwaige Transfermöglichkeiten aufmerksam, um in den kommenden Wochen den aktuellen Kader zu komplettieren. Ich glaube, dass wir generell im Offensivbereich schon noch den größten Bedarf sehen und dort auch die Augen aufhaben. Ansonsten gucken wir natürlich immer generell, inwieweit man die Mannschaft durch den Transfer vielleicht noch verbessern kann. Das erste Testspiel unter Cheftrainer Uwe Neuhaus gewann die SGD souverän mit 7:0 gegen eine Eichsfeld-Auswahl. Modica verfolgte die erste Hälfte von der Bank und weiß, dass es im Leben wichtig ist, dass man nie vergisst, wo man herkommt. Diese Bescheidenheit würde auch der SGD und seinen Fans in der kommenden Saison sicher gut tun. Ich habe nicht nur meiner Mutter viel zu bedanken, auch meiner Familie. Ich war jetzt in Argentinien gewesen, 2 Wochen lang. Das letzte Mal war ich vor 10 Jahren da gewesen. Und ich muss sagen, es hat mich wieder ein bisschen runtergeholt, weil das Leben läuft da ein bisschen anders ab. Und es tut immer mal wieder gut zu sehen, wo man eigentlich steht.